die kleinen Kinderfüße hier in dem Ding drin. Das ist auch witzig. Da war Kinderfüße und Hände in dem Wasser. Wo ist Daniel? Daniel? Oh. wir sind schon bei... Attacke! Attacke! Nein, 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 nein! Let's go! Okay, let's go. Okay, let's go. Ja, Katzen gefüttert. Bruno natürlich wieder sehr unzufrieden. Das schmeckt mir nicht. Warte noch kurz, bevor du die Aufnahme startest. Unga Bunga hat seine Genussstange noch nicht fertig geraucht. Ist okay, kannst du doch nicht machen. So, es ist ja eigentlich wieder hell, ne? Hey. Ja. Ich gehe erstmal Stein und Holz holen. Genau, also hier würden wir dann theoretisch bauen. Aber wo, also hier, wo du gerade stehst? Hier oder? Auf dem ganzen Bereich. Also ich würde gerne in der Mitte von der Dings bauen, wenn ich darf. In der Mitte vom See. Ja, okay. Da würde ich gern wohnen. Ich weiß noch nicht, Neo, wie hast denn du das gebaut gehabt? Wie ganz normal. Mit Fundamenten und Pfeilern und... Wie soll ich das erklären? Wie man ein Pavillon hat baut. Weiß ich nicht. Ein Pagode. Na, Fasern wird halt schwer, ne? Hier oben gibt's ja kaum... Ja, du müssen halt ein kleines Fundament erstmal bauen. Nee, du brauchst auch schon Fasern, um Dings zu erstellen. Nein, ich gehe ja darum, dass wir dann auch Werkbänke und sowas haben. Ach so, hier, ja, hier und hier auf dem ganzen Plateau bauen wir das. Ja. Such dir den Platz aus. Wo willst du bauen, Jule? Ich wollte in der Mitte des Sees bauen. In der Mitte des Sees? Ach so, du bist auch drum auf dem anderen. Geh mal wieder zurück da, wo wir eben waren. Also, dass du wieder rüberspringst. Das ist doch so ein kleiner Tümpel. Da wollte ich bauen. Aber unser Lagerfeuer steht. Was? Habt ihr ein Lagerfeuer gestellt? Auf das eine Ding Lagerfeuer gestellt. Okay. Kann man nicht hier auch bauen? Ja, so eine Art, glaube ich. Ich glaube, dann würde ich eine Brücke bauen, darüber, wo wir gerade waren. Und ja, da. Hast du halt eine Brücke, damit ich da halt auch meine Sklaven ziehen kann. Ich nehme jetzt erstmal Pflanzenfasern. Ich krieg mal Pflanzenfasern hier. Hier unten, du musst einfach nach unten laufen. Hier unten sind Fasern. Wo ich den durch, oder? Mhm. Ich stell mir hier oben erstmal ein Bett hin. Ja, das ist eine gute Idee. Dies ist eine vorzügliche Idee, meine Herren. Brauche ich wieder Zwirren? Gut, ich hole mir meine Kunden. Ich hole was zu essen. Eine Büchse oder so. Ich hab Hunger. Eine Büchse? Wollt ihr jetzt gerade mein Bett noch? Ja, wir können ja überlegen, ob wir uns Werkbänke zusammenbauen oder ob jeder sich selber so ein Haus baut. Hä, bin ich doof? Habt ihr Steine gesehen? Nein, aber auch nicht drauf geachtet. Gibt's keine Steine bei uns? Oder Fasern? Ja, Fasern sind hier unten. Ja, ich bin gerade runtergelaufen, da wo wir herkamen, diese Schräge da, wo wir rübergesprungen sind. Da war nichts. Weil ich muss unbedingt eine Kiste bauen. Und halt ein Bett. Ja, vorne ist noch Metall, aber dann werde ich überladen. Ich bin auch überlastet, dann kann man nicht klettern, ne? Ah, doch. Ja, ich will vor allem nicht richtig rollen. Denn ich habe jetzt einfach mein Holz weggeworfen. Danny, gib mir das Holz, bist du? Ne, ich bin unten gewesen. Wir brauchen ja auch Holz für die Fundamente. Wo bist du jetzt? Kannst du ihn wieder aufmachen?
einfach runtergegangen. Ah, okay. Das sieht aber lecker aus. Hast du da Gulaschtopf? Ungarischer Fleischtopf. Ungarischer Fleischtopf? Mhm. Dann kannst du ja schön furzen. Mhm. Ey, ohne Scheiß, Chris hat heute Nacht so unfassbar doll geschnarcht. Echt nach? Oh, es war so schlimm, wirklich. Und irgendwann heute Morgen, nachdem ich die Katzen gefüttert habe, ist irgendein Verrückter in unserer Straße lang gelaufen und hat die ganze Zeit geschrien und gejucht und gekreischt. Ich dachte, ich bin im Irrenhaus, Alter. Richtig bitter. Ja, Chris hat richtig doll geschnarcht. Ich weiß nicht, wann der ins Bett gekommen ist, aber der hat geschnarcht und laufend auf den Rücken gelegt. Da habe ich gesagt, er soll sich umdrehen, hat er sich zu mir gedreht. Ich sag, nein, du sollst dich umdrehen zur anderen Richtung, damit du mir nicht ins Gesicht pustest. Oh, ein Kampf mit dem heute Nacht, wirklich. Und dann sagt er heute Morgen, ja, ich war müde. Warum schnarcht er so doll? Fuck, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich muss, glaube ich, noch weiter hoch zu euch. Ah, ne, doch nicht, hier ist der Tempel. Kann man die Tiger da irgendwie töten? Ja, natürlich. Ah, die sind stark, ne? Boates Rast haben wir jetzt entdeckt. Ach fuck, ich hätte mal auch erst ein Bett bauen sollen. Wenn ich jetzt sterbe, muss ich hier wieder herlaufen, ne? Ich kann kein Bett bauen, weil ich keine Basis habe. Spektakulärste Kampf meines Lebens. Das guck mal. Die Musik kriegt ja aber abgerufen. Oh, jetzt ist sogar meine Axt kaputt gegangen in dem Augenblick. Hä, bin ich doof? Wo ist der Bauhammer? Beim Herstellen. Auf der rechten Seite. Reparaturhammer, ne? Ja, heißt, der müsste unter Konstruktionshammer. Oder hast du den noch nicht gelernt? Oder muss man den nicht lernen? Der ist bei mir, ich habe erst Haut, Stoff, Zwirn, Bett, so eine Bedroll und dann da unter der Bedroll, unter der Rohlederbettstatt, da ist mein Konstruktionshammer. Doch, ganz passend. Hast du welche, Evi? Was? Pflanzenfasern, hast du welche? Zwirn habe ich jetzt hergestellt. Brauchst du das? Nee, ich brauche erst mal Pflanzenfasern für ein Bett. Achso, dann musst du. Also auch 13 habe ich. 13 Pflanzenfasern. Das reicht, glaube ich, nicht. Aber kann man hier keine Sachen aus Holz herstellen? Die sind immer so steinig. Ja, doch. Doch, ich glaube ja. Du musst du später halt lernen. An der Schweinwitzgebälle. Genau. Wie war das überhaupt mit dem Baumenü? Ach fuck, hier fehlt mir jetzt wieder Holz. Ach so, ach okay. Das ist ja kompliziert wieder. Stein und Holz. Ja, baue ich vielleicht doch erstmal noch ein Bett oder so. Evi! Schön. Sag mal, wie viel Lagerfeuer habe ich denn bitte gebaut? Eins anscheinend. Kurios. So, also.
Und eine Truhe, ne? Habt ihr gesagt? Aber eine Truhe kann man dann ja nur an dieser Werkbank schon bauen, oder? Das weiß ich halt nicht. Das muss ich rausfinden. Ich soll mir erst erfahren. Was ist denn das hier? Möbelmacher. Oh, da kann man nämlich schon Tische herstellen, dekorative Schüsseln. Das Coole ist nämlich hier im Vergleich zu Ark, man kann mehr Sachen platzieren. Also du kannst zum Beispiel überall ganz viele Kerzen hinstellen oder Bilderrahmen oder sowas alles. Das finde ich ganz geil, muss ich sagen. Säulen gibt es halt auch. Treppen. Teppiche gibt's auch. Ah ne, das sind Papyrusrollen. Aber wie kann ich denn jetzt so einen Konstruktionshammer herstellen? Ich habe das eigentlich schon gelernt. Aber also, im Ja, nee, das wird mir im Inventar nicht angezeigt. Dass ich das bauen kann. Wenn du dein Inventar offen hast, wird dir rechts nicht dieser Hammer angezeigt? Dieser Konstruktionshammer? Du hast doch dein Inventar, dann hast du deinen Charakter und ganz rechts hast du Handwerk. Und da müsste dir eigentlich angezeigt werden. Das ist so ein Hammer mit so einem braunen Stab mit Rot oben und dann so ein Eisenkopf. Neben der Keule, neben dem Knüppel. Und dem Seil und der Fackel. Und der Flasche. Ah, hier. Ja, hab schon. Okay. Nein! Hab ich das in Autorität reingesteckt? Das wollte ich gar nicht. Werkstätten. Ah, das ist dann bei Dekoration im Lager wahrscheinlich, ja. Aber da brauchen wir ja auch so viel Zwirn. Okay, ich brauche. Wo kann ich jetzt eine Kiste herstellen, wo ich das mal reinmache? Mit dem Konstruktionshammer. Du musst den Hammer bauen. Hast du den Hammer gebaut? Guck mal rechts beim Handwerk. Ganz rechts. Da ist dein Hammer. Genau, den musst du erstmal bauen und dann musst du aber leider erst ein Fundament bauen, damit du eine Truhe hinsetzen kannst. Ah, ich muss erstmal Steine irgendwo finden. Ja, hier unten bestimmt irgendwo Steine. Im Dschungel. Welchen Weg geht ihr da? Also in welche Richtung? Ich springe hier vorne runter. Ich gehe also jetzt Richtung Osten. Richtung Norden. Mal gucken, ob da noch Steine sind. Machen wir erstmal sicher da oben. Also hier, wenn ihr Richtung Norden runter geht, da gibt es auch noch ganz viele Büsche, die ihr sonst auch für Fasern nehmen könnt. Also da haben wir auf jeden Fall ein paar. Dann habe ich den Konstruktionshammer, ja. Genau, dann nimmst du den in die Hand. Ja. Genau, und dann ist es dann, bei mir ist, wenn ich den ausgerüstet habe, dass ich nochmal LB halt drücken muss. Also Bauinventar musst du öffnen. Ja, das habe ich jetzt. Und bei Dekoration? Da sind zum Beispiel Lager, Lichter und so. Genau, aber da steht halt, was du dann brauchst. Braucht es ein Fundament? Hat dir das eben angezeigt, dass es ein Fundament braucht? Nee. Okay. Ich kann dir sonst Fasern abgeben, wenn du willst, ein paar. Hundert Holz und 12. Okay. Das ist teuer, wa? Das ist eine fucking Kiste. Okay, also kriegen wir noch keine Kiste? Das ist kompliziert. Wir wollen erstmal so eine Art Starterhütte bauen.
Also ihr seid eher Richtung 8 gegangen, ne? Nach Norden. Ja. Ich bin Richtung Norden, ne? Okay, Entfernungsmodus, Baumodus, Gebäudeteil kopieren. Wie kann ich erhöhen? Geh mal kurz zum Klo. Machen wir erstmal hier was hin. Okay. Ich muss genau die Pflanzenfasern sammeln. Ich kann sonst noch ein paar Zwirne abgeben, wenn ihr wollt. Naja, ich muss ja eh ein paar mehr haben. Ich muss auch Holz haben und so. Holz. Ja, man kann ja die Teile auch zum Teil kurz liegen lassen, ne? Also es geht ja, nicht sofort nicht weg. Das riskieren halt. Dass das mit viel wiegt, das ist halt das Metall. Ja, er wird schon 77 Holz. Kann man die Sachen dann eigentlich wieder aufnehmen? Nee, ne? Ja, natürlich. Also Kisten auf jeden Fall, ja. Ja, das Betten, also, glaube ich auch, oder? Also Inventar direkt generell, ja. Wegvogel. Oh, Kiste, sehr schön. Solltest du vielleicht auch in die Kiste reinpacken, wa? Ja, praktisch. Das kann ich ja immer noch alles sortieren. Also ich habe noch 8 Zwirn, die ich abgeben kann, falls ihr braucht. Alles gut. Und wir haben extra so ein Video. Weiß gar nicht, können wir bei uns theoretisch auch Wasser trinken an dem kleinen Bach? Weißt du das, Leo? Ich habe keine Ahnung, ich versuche gerade die Wand hochzuklettern, ohne zu sterben. Ich bin tot. Oh mein Gott, war das knapp. Felsen schwanken. Also am Felsen schwanken. Erfolg habe ich gekriegt. Ja. Fast gestorben, runterfallen. Oh mein Gott, ich habe Steine gefunden. Naja, ich will erstmal die Kiste haben und dann ist ja erstmal, dass mein Zeug sicher ist. Ah, es sei denn, es kommt ein Stibitzi und klaut's.
sammeln. Und wir sind fertig, dann. Warum? Oh mein Gott. So, Dekoration. Lager. Da kann ich doch keine. Ich brauch die 48, ich muss 12 machen. Also an die Wand ranzuspringen, ist nicht so effektiv. Wirklich? Okay. Und man kommt nicht immer gleich direkt hoch. Okay. Kann man auch gedrückt halten, damit der weitermacht? Ah ja, cool, man muss gar nicht umsetzen. Oh nein, jetzt ist hier noch einer. Ich hab hier nicht so viele Samen, kann ich mir vorstellen. Das ist Leder bestimmt. Oh ja. Ah! Ich höre es nur und er sagt. Ah! Du hast es von der Seite, bist du bei mir in der Nähe? Weiß nicht, ich stehe hier auf dem Hügel oben. Das Wichtigste erstmal hier reinmachen. So eine weiße Kerze. Dunkel. Okay, ich brauche Steine. Chris bekommt seinen Polarmatz, während er im Wasser schwimmt. Ja, würde ich auch machen. Oh nee, da ist schon wieder ein Jaguar an meinem Platz, wo ich wohne. Ja, deswegen habe ich mich erstmal irgendwo oben hingestellt. Ja, aber wie kann er denn so schnell wieder spawnen? Ich dachte, wenn ich hier sitze und wohne. Nee, weil du da sitzt, heißt er nicht gespawnt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Fundamente das beeinflussen. Doch, als wir doch hier gebaut haben, haben die doch nicht immer wieder. Stell dir mal vor, die spawnen direkt in deinem Haus. Das wäre ja voll unfair. Das vielleicht nicht, aber okay, wir hatten Elefanten da stehen. Also, dass da irgendwas gespawnt ist, ist zwar irrelevant. That's true. Aber das ist gut, der verbuggt sich hier irgendwie immer. Ja. Dann kann man dann einfach hinten in den Bodensack schlagen. Und dann hat er blaue Eier. Boah, krass. Gerade kaputt gegangen, mein Ding. Sehr gut. Okay, cool.
Forderung. Oh. Kein anderes Fleisch rausgekriegt aus dem? Okay, ich brauche definitiv Holz und Steine. Wo hast du Steine gefunden? Unten, ich bin aber Richtung Norden runtergegangen. Okay, ich guck einfach mal woanders, ob irgendwo Steine sind. Also wenn Zell ist. Dann Holz haben wir ja, aber Steine halt nicht. Oh, ich sehe da hinten einen Fackelläufer. Lau! Fackel ist aus. Ich bin ins Wasser gegangen. Ich bin noch oben am Plateau. Nee, ich versuche das Ganze noch so ein bisschen zu verstehen, was ich für was brauche. Ich arbeite jetzt darauf hin, eine Schmiede zu bauen, damit wir Metalldinger bauen können. Damit wir auch Sichel und sowas machen können. Und da brauche ich 500 Steine für. Krass. Okay, meine Kiste ist voll. Oder? Das kann noch rein. Okay. Ich brauche eine zweite Kiste. Scheiße. Das mit seinem Lörres. Guckt ihr ihn immer noch an, oder was? Ja, ja, er ist total fasziniert davon. Ja, ja, das sagt er. Mit dem Lörres? Was ist das jetzt, ein Sandfundament? Sandstein. Ja, die musst du auf jeden Fall zu Anfang bauen. Kann man nicht schon gleich aus Holz bauen? Ja, du, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob es auch für Holz ist, aber es gibt ja drei Stufen. Wait, das Zeug von einem despawn nach sehr kurzer Zeit? Wieso, du hast doch da deinen Charakter. Achso. Also es gibt zum Beispiel, das, was du jetzt bauen könnt, das ist Stein mit Slelling, das ist Stufe 1. Also ist ja irrelevant, aber es kommt auch darauf an, wie viel es kostet. Und dann gibt es dann noch Stufe 2 und 3. Das sind halt exponentielle Kosten und Stärke. So wie Ziegeldecke und so. Aber ich glaube, rein aus Holz kann man nicht bauen. Könnt ihr mir sagen, wo ihr jetzt genau seid? Ich bin oberhalb vom See. Was für ein See? Ja, wo wir dann vorbeigelaufen sind. Ja, gib mir eine scheiß Kartennummer. Ich bin jetzt direkt bei K7. Und da auf der Karte ist so ein weißer kleiner Punkt. Das ist der See. Da sind wir. Genau, ich bin rechts daneben. Wo steht Boot des Rast, oder? Genau. Da sind wir. Das ist unser Punkt, wo wir wohnen. Aber es ist echt ein bisschen schwierig, hier hinzubekommen, ne? Da oben, wo wir sind. Also gerade Steine ist am Anfang. Also ja, Steine ist schon mehr. Du kannst ja später mehr tragen oder du kannst auch Tiere mitnehmen, dass die dann Sachen für dich tragen können und so. Aber man muss halt immer nach unten laufen. Also ihr könnt sonst auch unterhalb irgendwo bauen, wenn ihr das eher mögt. Aber da waren halt die Schlangen. Unterhalb ist halt Dschungel, ne? Chris wollte im Dschungel bauen. Ja. Aber ich glaube, da wusste er noch nichts von den Schlangen. Ich glaube, da wussten wir alle noch nichts von den Schlangen. Das stimmt, ja. Also, ich wusste bis dahin nicht, dass es Schlangen gibt in dem Spiel. Also, Spinnen ja, aber Schlangen habe ich bisher noch nicht gesehen gehabt. Ich wusste von den Nashörnern, die da wohnen. Aber nicht von den Schlangen. Ja, stimmt, die haben wir schon mal gesehen gehabt. Und man muss halt kurz weggehen, wenn man... Warum fehlt denn? ...will, dass wieder alles nachspawnt, ne? Schon wieder runtergefallen. Ja, du musst halt echt gucken wegen deiner Ausdauer. Aber man kriegt relativ viele Ressourcen so raus. Wenn du, guck mal, wenn man einen Baum schlachtet, dann hast du schon fast 50 neue Holzdinger. Mhm. Also auch wenn. Ich hab noch oben bei Daniel das Bett gebaut gehabt. Warum spawn ich trotzdem hier hinten auf dem Bett wieder auf der Insel? Ja, weil du das wahrscheinlich nicht als Spawnpoint ausgewählt hast. Ich glaube, das andere Bett geht immer kaputt. Das macht das weiß ich nicht.
Du musst dann mal das andere bei Daniel auswählen. Das ist eine gute Idee. Ich wähle mal auch meins aus. Ja, Spawnpunkt aktualisiert. Vielleicht hat er es nicht mit übernommen. Wie kann man Sachen... Aber muss es dann... Platzierbares Objekt bewegen. Ah, cool. Hast du eigentlich nicht gemeint, man kann Kissen nur auf Fundamente bauen? Ja, hab ich gedacht, aber anscheinend geht's auch so. That's a lie. That's a lie! Hallo? Alter, wenn die Kleine geht, ja fast gar nichts rein. Jinx ja. Sagt, sie findet den Server nicht. Haben wir irgendwas gemacht gehabt? Nee, ne? Nein. Ja. Ja, sie muss das Leerzeichen weglassen. Nee, das habe ich ja umgeändert. Wer schreibt das? Jinx hat das geschrieben. Ja.